wenn sich jemand nackt ausziehen möchte, gerne. Aber man soll vorher mal kurz darüber nachgedacht haben und selber die Entscheidung getroffen haben und nicht irgendeinem App oder so das alles überlassen. Jan-Philipp Albrecht ist EU-Abgeordneter der Grünen und verhandelt zurzeit die Reform des europäischen Datenschutzes. Das heißt, er setzt sich für unsere digitalen Bürgerrechte ein. Ich habe ihn in Straßburg getroffen und wir haben mal darüber gesprochen, ob Datenschutz wirklich so wichtig ist, ob man Anschläge auch wirklich verhindern kann und ob er WhatsApp benutzt. Und keine Angst, eure Fragen habe ich ihm auch gestellt. Insofern auf jeden Fall dranbleiben. Ganz ehrlich, machst du auch manchmal so Witze am Telefon, so wie, ja, haha, die NSA hört jetzt zu oder so? Auf jeden Fall. Also ich habe auch vor kurzem gelesen, gab es diesen Artikel, dass Leute Witze machen beim Überweisungen tätigen. Irgendwie, danke für die Niere oder so. Und dass das plötzlich jetzt relevant ist und irgendwie an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben wird, da denkt man sich ja echt manchmal, man ist verrückt, ja, dass jede Information plötzlich ausgewertet werden soll. Hast du so mit deinen Mitarbeitern, habt ihr so eine WhatsApp-Gruppe zusammen oder so? Nee, wir haben keine WhatsApp-Gruppe. Warum nicht? Was bist du denn für ein Netzpolitiker? Wir haben schon unsere Gruppen und Runden auch per Apps, aber wir benutzen dann eher sowas wie TextSecure oder Trema und so, weil wir halt da sicher sein können, zumindest von den Bewertungen von Experten, dass wir da eben nicht abgehört werden. Okay, vielen habe ich zumindest das Gefühl, geht der Umgang mit ihren Daten ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Warum kämpfst du dann noch dafür? Ja, ich glaube halt, dass viele noch nicht verstanden haben, dass wenn uns allen dieser Umgang am Arsch vorbeigeht, diejenigen, die tatsächlich was zu verbergen haben, nämlich gar nicht, dass sie vielleicht kriminell sind, sondern dass sie eine andere politische Meinung haben oder vielleicht eine Krankheit haben oder vielleicht irgendwie mal eine Stunde nicht am Schreibtisch waren, sondern halt irgendwas anderes gemacht haben, wo sie vielleicht eine gute Entschuldigung auch für haben, dass die am Ende diskriminiert werden und in dieser Gesellschaft gezwungen werden, sich konform zu verhalten. Und ich hänge dieser Idee der informationellen Selbstbestimmung als Ausdruck der Menschenwürde einfach an. Wir sollten alle unser Glück oder Unglück in der Hand haben. Jeder soll selber entscheiden, welches Risiko er eingehen will. Wenn sich jemand nackt ausziehen möchte, gerne. Aber man soll vorher mal kurz darüber nachgedacht haben und selber die Entscheidung getroffen haben und nicht irgendeinem App oder so das alles überlassen. Okay. Ich habe ja Fragen gestellt von Leuten, also wenn ihr Fragen an Jan habt. Und da hat nämlich Marco Okram gefragt, wo genau die Grenze zwischen Datenschutz und Persönlichkeitsrechten liegt und Geheimdienstspionage, weil er ist der Meinung, er oder sie, wenn ein Anschlag vereitelt wird, dann ist ein Menschenleben mehr wert als die Privatsphäre von Tausenden. Ja, den Vorwurf oder diese Entgegnung, die erlebe ich sehr, sehr häufig. Und ich halte das für absurd, das gegeneinander auszuspielen. Ich glaube nicht, dass die Tatsache, dass wir selber bestimmen wollen darüber, welche Informationen von unserem Privatleben preisgegeben werden, ursächlich sind für Kriminalität. Die Ursachen für Kriminalität sind anderswo zu suchen, zum Beispiel bei sozialen Verwerfungen, bei Problemen, die wir halt in der Gesellschaft haben, Integrationsprobleme zum Beispiel. Und ich glaube, dass Grundrechte und Sicherheit sich gegenseitig eigentlich sogar bestärken. Eine Gesellschaft, die frei ist und der die Menschen Selbstbestimmung haben, hat eine stärkere, sag ich mal, Selbstkontrolle und eine stärkere Mitbestimmung und Sicherheit damit meines Erachtens als eine Gesellschaft, in der alle unterdrückt werden und bevormundet werden. Und ich glaube, dass vieles an wirklicher Sicherheit zu erreichen ist, ohne dass man in Datenschutzrechte eingreift. Also zum Beispiel mehr Personal für Polizei zur Verfügung zu stellen an Orten, wo es wirklich brennt. Das wäre mal eine wichtige Maßnahme. Oder dafür zu sorgen, dass die Informationen über Verdächtige, die rechtmäßig gesammelt werden, dann auch wirklich gut ausgetauscht und ausgewertet werden. Das sind Maßnahmen, die wirklich Sicherheit schaffen würden. Und wenn es heißt doch immer, ja, wir können keine Anschläge verhindern, wenn wir keine Daten haben, lügen die dann alle oder was ist da los? Na, das Problem ist ja, jetzt gerade bei den letzten Anschlägen dieses Jahr in Paris mit dem Charlie Hebdo oder auch in Kopenhagen und in Brüssel auch, da gab es überall Unmengen an Informationen. Datenhaufen, zum Teil sogar auf Vorrat in Frankreich gespeicherte Fluggastdaten und Telefondaten. Und trotzdem hat man es nicht erkannt, was da passiert ist oder gar verhindern können. Wie viel Speicherung ist denn dann noch vertretbar für dich?
Das ist eine Verhältnismäßigkeitsfrage. Also wie viel Eingriff in unsere Privatsphäre ist notwendig und verhältnismäßig, um ein Höchstmaß an Strafverfolgung, an Effektivität bei der Strafverfolgung der Sicherheit zu erreichen. Und ich glaube, was nicht geht, ist einfach nur ins Blaue hinein alle zu überwachen. Zu sagen, wenn wir alle überwachen, dann ist es am sichersten. Ich glaube daran nicht, sondern es geht darum, dort zu überwachen, wo entweder schon klar ist, dass da irgendwie Risiken sich manifestieren und oh, da läuft irgendwie was komisch, da müssen wir drauf gucken, ist auch viel zielgerichteter, oder da, wo ein Verdächtiger rumläuft, wo jemand verdächtig ist. Wenn ich verdächtig werde, okay, dann muss ich damit leben, dass der Polizeibeamte genauer hinguckt. Und diese Zielgenauigkeit, die müssen wir erreichen, auch in der Gesetzgebung. Das heißt, ein bisschen Speicherung ist okay. Ein bisschen Speicherung ist in Ordnung. Und zwar dann, wenn es tatsächlich notwendig und auch verhältnismäßig ist. Okay. Der Kritiker hat gefragt, was hältst du von der Idee, freies Internet als Grundrecht einzurichten? Also, ich bin absolut davon überzeugt, dass der Zugang zum Internet eigentlich schon ein Menschenrecht ist. Und dass viele Menschenrechte, die wir heute haben, zum Beispiel Informationsfreiheit, Meinungsfreiheit, ohne den Zugang zum Internet gar nicht mehr effektiv wahrgenommen werden können. Und das ist schon mal das Wichtigste, überhaupt erstmal einen Zugang schaffen. Dann ist natürlich die Frage, welches Internet kriegen wir? Kriegen wir das sozusagen, das vorgefertigt ist von der Telekom, wo wir dann nur Bundesliga gucken können? Ja, oder 50 Mbit, habe ich gehört. Genau. Und ich meine, da stellt sich halt die Frage, kann jeder darüber gleichermaßen gehen? Ich mit meinem Blog und das kleine Unternehmen, das kleine Startup genauso wie Facebook oder eben die Bundesliga mit ihren Videos. Da muss sichergestellt werden, dass wir eben nicht plötzlich die Straßen da draußen im Internet privatisieren und Schranken aufbauen, sondern wir machen Regeln dafür, dass jeder gleichermaßen auf diesen Straßen läuft. Und da ist die Netzneutralität ein Prinzip, von dem es eigentlich keine Ausnahme geben darf. Wir sagen ja auch auf den Straßen nicht, jemand kann sich eine Überholspur reservieren, sondern der Einzige, der die Verkehrsregeln quasi ignorieren kann, ist, wenn es eine Emergency gibt. Also da muss ein Notarzt durch oder Polizei. Darüber kann man im Internet reden, aber nicht darum, darüber, dass wer viel Geld in der Tasche hat, der kann sich sozusagen das Blaulicht obendrauf kaufen. Das geht nicht. Ja, aber wie seht ihr das? Findet ihr Datenschutz auch so wichtig oder übertreibt Jan hier? Schreibt das gerne in den Kommentar. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Und hier oder hier oben kommt ihr jetzt zum anderen Straßburg-Interview, nämlich mit Martin Sonneborn. Und hier könnt ihr euch nochmal angucken, wie das EU-Parlament von innen aussieht. Ach, und auch von Jan werdet ihr diese Woche nochmal mehr auf dem Kanal sehen. Bis dahin immer schön weitersteuern.